Moin und willkommen zu Westmünsterland Barbecue. Heute machen wir mal was Mexikanisches und zwar Burritos. Burritos zählen eigentlich immer so zu meinen Lieblingsgerichten, wenn ich beim Mexikaner essen gehe und eigentlich kann man die auch total einfach selber machen. Was wir dafür alles brauchen, zeige ich euch jetzt erstmal. Und zwar haben wir hier erstmal Sachen, die ganz schlimm nach Gemüse aussehen, aber sind wichtige Zutaten natürlich. Aber wir haben auch ein bisschen Fleisch. Hier haben wir ein bisschen gemischtes Hackfleisch. Am besten vom Metzger eures Vertrauens. Da schmeckt es nämlich immer am besten. Das ist jetzt so ein Pfund, sprich 500 Gramm. Dann haben wir hier etwas frischen Koriander. Zwei Frühlingszwiebeln, etwas Salz, eingelegten Knoblauch, der ist mit ein bisschen Chili eingelegt. Hier haben wir Bohnen, Mais, Tomaten, etwas dunkle Schokolade. Unbedingt darauf achten, wenn ihr Zartbitterschokolade nehmt. Ich nehme immer einen Prozentsatz von Kakao von mindestens 60%, dann schmeckt es eigentlich auch am kräftigsten und am besten. Hier haben wir ein bisschen Cheddar-Käse, passierte Tomaten, etwas Kreuzkümmel und etwas Pfeffer kommt auch noch dazu. Wir nehmen dafür vom Achterhof den Urwaldpfeffer. Der ist nämlich richtig, richtig intensiv. Ist, glaube ich, der seltenste Pfeffer, den es gibt. Der schmeckt total geil. Der ist richtig, richtig intensiv, von daher nicht zu viel nehmen, sonst überlädt er das ganze Gericht mit seinem Geschmack. Was wir noch haben, sind ein paar Chilis. Selbst eingelegte von mir, wenn ihr wissen wollt, wie das geht, guckt mal in meinem Blog nach, ich verlinke euch das Ganze auch noch. Da nehmen wir auch noch ein bisschen was von. Ja, und dann werden wir erstmal, ach nee, Moment, wir haben ja noch was und zwar brauchen wir noch Teig. Wir machen die Teigfladen selber. Man kann die natürlich kaufen, diese Wraps, aber man kann die auch total simpel selber machen. Und zwar habe ich die Teiglinge schon mal vorbereitet, das ist wirklich so simpel, da brauche ich euch gar nicht zeigen. Nehmt einfach zwei Tassen Mehl, ein Teelöffel Zucker, etwas Wasser nach und nach reingeben, bis ihr merkt, jetzt haben wir einen vernünftigen Teig. Ihr könnt das mit der Hand kneten, mit der Küchenmaschine, ist eigentlich völlig egal. Es braucht keine Hefe rein, von daher braucht ihr auch nicht zu gehen. Vielleicht eine halbe Stunde ein bisschen stehen lassen, damit alles sich so ein bisschen setzt und miteinander verteilt. Und dann können wir das Ganze auch schon verwenden. Ja, und um die Teigfladen zu machen, geben wir als erstes etwas Mehl auf die saubere Arbeitsfläche. Dann nehmen wir uns hier einen so einen Fladen raus. Noch klebt das Ganze ein bisschen. So. So, etwas Mehl oben drauf. Und jetzt verteilen wir das Ganze einfach. Wir drücken das einfach immer so nach außen mit der Hand. Das geht eigentlich relativ einfach. Wir brauchen gar keine Rolle. Mit der Hand geht es auch. Wer eine Rolle hat, kann natürlich auch noch eine Rolle nehmen. Aber wie gesagt, es geht mit der Hand. Und jetzt einfach immer schön auseinanderziehen und drehen dabei. So, so reicht das Ganze. Das Ding soll schön flach sein. Und das geben wir jetzt mal auf den Grill. So, da haben wir den vorgeheizten Pizzastein. Da geben wir das Ding jetzt einfach drauf. Nicht zu lange drauf lassen, immer mal wieder lieber umdrehen, damit uns das Ding nicht verbrennt, weil der Stein jetzt, wie gesagt, sehr heiß ist. Lieber einmal mehr drehen, als einmal zu wenig. Wir brauchen den Deckel auch gar nicht zumachen, da reicht tatsächlich auch reine Unterhitze vom Stein. Beim Drehen ein bisschen aufpassen, das Ding ist nämlich heiß. Da haben wir noch ein bisschen Mehl. So, jetzt merkt man schon, es fängt leicht an sich zu heben. Innen drin entsteht schon ein bisschen Luft. Hier hebt er sich schön an. Das ist immer so ein Zeichen, dass er schon fast durchgebacken ist und langsam fertig ist. So, die ganze Luft kann man sich hier rauspieksen. Heiß. Ja, so ist der Fladen jetzt auch schon fertig und kann dann auch schon runter. Heiß, heiß. So, jetzt kommen wir mal zu den restlichen Zutaten, die wir nämlich noch klein schneiden müssen. Und zwar nehmen wir uns da als erstes mal die Frühlingszwiebel vor, schneiden die Köpfchen ab, die Hinterteile ab, den Rest schneiden wir einfach klein. Als nächstes nehmen wir den Koriander. Den können wir ruhig mit Stiele lassen. Die Stiele geben also auch unwahrscheinlich viel Geschmack ab.
die Tomaten klein schneiden. Also ich schneide den Strunk immer raus. Viele lassen ihn ja drin. Aber da sollen sich ja sämtliche Schadstoffe einer Tomate drin sammeln. Von daher raus damit. Ja. Zwei Tomaten reichen da auch schon. Den Käse, den kann man entweder geraspelt kaufen oder in meinem Falle in Scheiben. Dann müssen wir den nochmal klein schneiden. Grob klein schneiden reicht völlig aus. So, den Knoblauch nicht vergessen. So, dann haben wir noch etwas Chili. Da aufpassen, gerade bei diesen. Das ist eine African Bird Eye. Die ist schön scharf. Und die nehmen wir auch ruhig mit Kernen. Ja, jetzt kommen wir zum Besten, und zwar zum Fleisch anbraten. Etwas Öl in die Pfanne. Ja, immer vorsichtig sein. Könnte natürlich heiß sein. Jetzt geben wir auch direkt schon mal die Gewürze hinzu. Den Pfeffer haben wir schon mal etwas klein gemörsert. So, jetzt den Knoblauch und die Chilis. So, wenn das Hackfleisch jetzt so einigermaßen angebraten ist, geben wir auch schon die Tomaten zu. Und dann auch schon direkt die passierten Tomaten. Also aussehen tut schon mal super, duften auch. So, jetzt können wir schon den Koriander reingeben und dann lassen wir das Ganze noch mal ein bisschen einköcheln. Wie gesagt, wir lassen das jetzt ein bisschen einköcheln, damit natürlich auch die frischen Tomaten ein bisschen mit eingekocht werden. Es braucht halt einfach ein bisschen Zeit. Das Ganze reduziert ein bisschen, dass die Flüssigkeit ein bisschen weniger wird. Ja, so lassen wir es mal ein Weilchen stehen. So, relativ zum Schluss geben wir jetzt mal die Bohnen und den Mais rein. Die müssen also nicht mehr gekocht werden, sondern nur noch heiß werden. Es duftet schon richtig geil. So, jetzt geben wir noch etwas Schokolade mit hinein. Wie gesagt, das gibt dem Ganzen richtig schön Kraft. Nehmen wir mal 5 so Stückchen. Und dann schon mal ordentlich was von dem Käse drüber. So, die Flüssigkeit wird weniger. Der Käse fängt auch schon an zu schmilzen und Fäden zu ziehen. Dann gibt es auch noch ein bisschen Bindung an das Ganze. Es sieht geil aus und es duftet so wahnsinnig gut. Es duftet wirklich total gut. Da schaue ich euch das fertige Ergebnis mal an. Und jetzt geben wir einfach etwas in die Mitte von dem Fladen. So, nicht zu viel, man soll es ja noch zumachen können. Ist immer so ein bisschen schwierig. Zack. Und zack. Ja, man hätte durchaus noch ein bisschen weniger reintun können, aber da waren die Augen wieder größer als der Mund. So, wir schneiden es mal durch. So, und probieren das Ganze mal. Das ist nämlich immer das Beste. So, richtig geiler Duft. Und jetzt mal rein im Mund. Mmh. Richtig klasse.
Ach, die Fladen, die sind total gut. So simpel, aber total lecker. Also richtig geil. Die Zutaten, man schmeckt alles raus. Die Frische der Sachen, also ein richtiger Knaller. Also, die werde ich jetzt erstmal schön essen. Vielleicht mache ich mir noch einen, mal gucken. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch da, gebt mir einen freundlichen Kommentar. Ja, und bis zum nächsten Mal. Euer Rolf. Ciao. Ach so, Kanal abonnieren, nicht vergessen. Bis denn. Tschüss.